Zwar, ich liebe dich, ich liebe dich schon seit sehr, sehr, sehr lange. Er rastet gerade richtig aus, Alter. Mann, Digga! What? Digga, ich erinnere mich gar nicht mehr, was ist. Wieso machen wir alle Chakalacha mit Lehrerin, Digga? So, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar, ich bin jetzt gerade hier Natis. Wie gesagt, ihr wisst ja, ich gehe in eine Schule und so. Und ich dachte mir, ich hole jetzt meine Kumpels ab, weil wir haben ja heute Klassenfahrt mit dem Herr Schweinebacke. Er ist unser Direktor und unsere Lehrerin heißt Tamara. Und ich muss euch ehrlich sagen, wahrscheinlich wird jeder Schüler versuchen, sie zu klären. Aber ich gebe mein Bestes, die Lehrerin zu klären. Und ich hole erstmal hier den Monsti ab. Und zwar, Monsti ist ein Kollege von uns. Er sieht halt so richtig wie ein Monster aus. Wir sind vier Jungs auf der Klassenfahrt und die Lehrerin und der Direktor. Also das kann eigentlich nur so richtig behindert enden. Aber ich hole mal die Jungs ab. Was geht, Bro? Alles klar, Digga? Ja, was ist? Und zwar, du weißt ja, wir haben heute Klassenfahrt, oder? Ja. Okay, gut, weil dann komm mit. Ich würde sagen, lass mal den Luca und den Blacky abholen. Dann können wir schon zum Klassenfahrt gehen. Und zwar, wir haben ja Klassenfahrt in diesem schönen Haus da vorne. Richtig, richtig geil, Alter. Boah, fresh, oder? Was sagst du dazu, Bro? Findest du das nice? Ja, richtig. Schon, ne, Digga, feier ich auch Todes. Hier wohnt der Blacky. So, Freunde, und zwar genau in diesem Haus wohnt der Blacky. Ihr fragt euch sicher, warum er Blacky heißt. Er ist einfach schwarz und jeder nennt ihn Blacky, deswegen nennen wir ihn auch Blacky. Ey, komm mal her. TikTok drehen. Warte, ich mach kurz mein TikTok-Zünde. Ey, Bro, du weißt schon, dass wir heute Klassenfahrt haben, ne? No way, als ob. Doch, Bro, komm jetzt mit, Digga. Sonst sind wir jetzt wieder zu spät und die Lehrerin denkt sich auch, Digga, was haben die gemacht? Und dann muss ich eine Traktorgeschichte erfinden. Das geht gar nicht. Okay, Jungs, warte mal. Der Luca fehlt doch, Digga. Wir müssen ihn auch abholen. Ja, wir können nicht ohne den Luca gehen. Jungs, am besten ihr holt Luca ab. Ich stell mich schon mal an, okay? Ja. Okay, gut. So, Freunde, die Jungs gehen jetzt Luca abholen. Und in der Zeit habe ich dann einfach ein bisschen Zeit, mit meiner Lehrerin zu reden. Hey, Luca. Hallo, Frau Lehrerin. Hi, Natis. Wie geht's dir? Ja, mir geht's richtig gut. Und zwar, weißt du, ich finde dich halt echt toll. So, du bist echt eine tolle Lehrerin. Warum bist du eigentlich so gut in Mathe? Das ist meine Frage. So, warum bist du so gut in Mathe? Ich habe halt einfach viel gelernt. Das liegt daran. Okay. Hey, ja, Jungs, was geht? Was machst du da? Nix, ich habe kurz mit der Lehrerin geredet. Sie meinte, sie hat schon uns erwartet und dass wir jetzt hier Klassenfahrt haben, ist doch geil, oder? Ja, ist voll geil. Okay, Frau Lehrerin, sollen wir dann jetzt ihn verfolgen oder was sollen wir jetzt machen? Ja, komm, ich gebe euch die Zimmer auf. Okay. Ey, Jungs, kommt mal kurz her. Und zwar, ich sag euch ehrlich, ich stehe richtig krass auf die Lehrerin. Lasst mal auf ihre. Ich habe ein bisschen Whisky dabei, Digga. Lass mal ein bisschen mit der Lehrerin Chakalaka machen später. Ich lade sie ein. Digga, einfach zu viert, Jungs. Schaut mal. Boah, ich habe, Digga. Ich habe einfach eine Boogie-Bombe. Ich kann sie damit richtig jam machen, Digga. Digga, richtig geil. Ey, da ist der Direktor. Da ist der Direktor. Chillt mal ein bisschen. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Willkommen in meinem Anwesen hier in unserer momentanigen Klassenfahrtszeit. Das ist hier unser Anwesen. Ihr habt hier eure Zimmer, ihr habt hier euren Kram. Wir werden auch ein bisschen die Bude hier besichtigen. Hier, wie gesagt, die eine da, die meine Mithelferin. Jo, zeigt euch die Zimmer. Also zack, zack. Worauf wartet ihr? Ich möchte hier ein bisschen. Ja, alles gut. Ja, wir gehen hier schon. Okay, Freunde. Und stört nicht nachts. Es gibt eine Nachtruhe, ja? Ja, alles gut. Alles gut. Ja, was denn, Bro? Kann es sein, dass unser Lehrer ein Fisch ist oder was? Unser Lehrer ist kein Fisch. Was redest du, Junge? Viel zu viele Fische. Ah, ja, okay. Du bist ein Fisch, Digga. Bro, du bist ein Fisch, Digga. Okay. Oha. Also, Schiele, das ist mein Zimmer. Oh, Luxus, das mein Alter. Zimmer. Das hier ist mein Bett. Bett. Bro, chill. Ey, wir haben doch geredet. Ey, ist ihr Zimmer. Sehr schön. Und wo ist mein Zimmer? Kommt einfach erstmal mit. Ja, alles gut. Ich glaube, oben sind wir zu viert, oder? Hier wohnen wir alle, oder? Die ganzen Schüler. Hier muss einer arbeiten immer. Ja. Black, könntest du vielleicht hier arbeiten? Ja, okay, kann ich machen. Ey, Frau Lehrerin. Und zwar, ich wollte fragen jetzt, wann wir schlafen, weil ich bin schon ziemlich müde. Ja, gleich schon direkt. Ja, okay. Dann such mal bitte ein Zimmer für uns, weil ich habe gar keinen Bock hier die ganze Zeit zu gucken. Aber lass mich doch einfach hier schlafen. Schau mal, wie schön das ist. Oder du schläfst einfach hier und wir Schüler schlafen alle hier. Das wäre auch schön. Dann kannst du auch gleichzeitig Wache halten. Was hältst du davon? Ja, bitte. Bitte. Nee, das geht nicht. Ein Lehrer muss ein eigenes Zimmer haben. Das geht nicht. Aber das ist doch dein eigener Zimmer, wenn du hier schläfst. Bitte, komm. Das ist doch dein eigenes Zimmer. Nee, das ist eine Bank. Nein. Heul doch nicht, Frau Tamara. Ey, ich sag dir ehrlich, Tamara, wenn du willst, du kannst mit uns hier schlafen. Ist auch kein Problem. Hier, wir haben genug Sofa, alles. Weißt du, was ich meine? Das geht doch nicht. Hier ist Balkon. Das geht nicht. Wieso geht das denn nicht? Schüler und Lehrerin, das ist unerlaubt. Nein, komm mal, doch. Tamara. Tamara, Jungs, seid mal kurz leise. Tamara, komm mal bitte kurz mit. Jungs, bleibt kurz dort. Ich muss hier kurz was mit der Lehrerin klären. Ja, okay, bis gleich. Tamara, hör mir mal zu. Und zwar, du weißt doch noch damals, als ich dich gefragt habe, ob ich einen Chai trinken darf. Damals noch, als du noch gar nicht geboren warst. Verstehst du mich? Ja.
Ja. Weißt du, unsere Seelen sind verwandt. Deswegen nennt man uns auch Seelenverwandte. Ich kenne dich schon sehr lange und ich muss dir ehrlich sagen, komm mal her, damit uns keiner hört, ich muss dir was sehr Wichtiges sagen. Und zwar, ich liebe dich schon seit sehr, sehr, sehr lange. Und meine Kumpels, die drei Jungs da, die lieben dich auch. Und ich würde dich sehr gerne heute einladen, dass du mit uns vier Jungs ein bisschen chillst, ein bisschen trinkst, so ein bisschen Dance-Moves, bisschen Ratatata, bisschen Cha-Cha-Cha-Cha. Ist kein Problem, oder? Würdest du kommen? Sehr ehrlich. Ich würde kommen, nur was chillen und so, aber nicht Bum-Bum. Also nein, natürlich nicht. Natürlich kein Bum-Bum, ey. Hey, die Frau Lehrerin. Jungs, ich hab's geklärt. Geht rein. TikTok. Warte, noch ein TikTok. Geh rein. TikTok. Was für TikTok lang? Jungs, chill mal kurz. Okay, Freunde. Jungs, ich hab sie gerade geklärt für uns. Und zwar, sie kommt gleich. Und dann können wir mit ihr trinken, chillen und so weiter. Habt ihr Bock, Jungs? Ja. Okay, chill. Okay, Freunde. Und Chat, die Frau Lehrerin kommt gleich. Wir trinken hier ein bisschen Whisky mit ihr. Und Jungs, ich sag euch ehrlich, wir schlafen dann zu fit mit ihr in einem Bett, okay? Ich habe ein bisschen zu verfügen. Ich habe verbunden. Okay, chill. Hi, Schüler. Hi, Frau Tamara. Hi. Hallo. Und zwar, hier, lass erstmal ein bisschen chillen, trinken. Jungs, wir stoßen an auf unsere wunderschöne Lehrerin. Sie ist wunderschön, deswegen stoßen wir auf sie an. Frau Lehrerin, du kannst hier direkt noch einen trinken, weil du wunderschön bist. Dankeschön. Ja, trink noch einen. Ich kann nicht mehr, es geht nicht. Ich kann nicht so viel Alkohol trinken. Ach komm, einer geht noch. Der ist gar nicht einer drin. Geht noch. Einer geht einer. Noch rein. Ja, einer komm, geht noch rein. Let's go. Oh, Frau Lehrerin, warum so wild heute? Das gibt's doch nicht. Also ich meine, sie sind wirklich ein wunderschönes... Ey, das ist krass. Ey, Jungs, wisst ihr was? Ja? Und zwar, lass mal eine Runde Dings spielen. Und zwar, Wahrheit oder Pflicht, okay? Okay. Ja, okay, let's go. Okay, dann möchte ich die Lehrerin fragen. Und zwar, Frau Lehrerin, nehmen Sie Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Pflicht. Oh... Mach lieber die Tür zu. Wahrheit oder Pflicht kann mit der Lehrerin ein bisschen krass werden. Und zwar, Frau Lehrerin, wollen Sie lieber mich auf den... mich auf den Mund küssen oder lieber den Blackie? Einen von uns müssen sie auf den Mund küssen. Und sie haben Pflicht genommen. Sie müssen das jetzt machen. Aber Nate, du weißt ganz genau, dass es nicht geht. Du musst das aber machen. Nein, ich mach das nicht. Ey, okay, ey, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Nachschub. Hat jemand was zu trinken da? Die Frau Lehrerin, die sind noch ein bisschen schüchtern. Ja, Jungs. Mann, Party! Party, yay! Yeah. Oh, Mann, da, was ist das? Ich will doch gar nicht tanzen, was ist das? Geil. Noch ein Nachschub. Ja, Mann, Frau Lehrerin, komm, lass zusammen tanzen. Ich will gar nicht tanzen. Dreh dich mal um. Dreh dich um. Lass mal zusammen tanzen, okay. Wie du dich umdrehst. Oh, ey, Jungs, ich hätte eine Frage. Und zwar, kommt mal bitte kurz mit, Frau Lehrerin, Sie können dort bleiben. Kommt mal bitte kurz, ich muss mit euch reden. Kommt mal rein. Und zwar, Jungs, ich glaube, sie ist ein bisschen schüchtern, weil wir zu viert sind. Was hält ihr davon, wenn immer drei Leute auf dem Balkon chillen und ihr immer einer mit ihr im Zimmer ist und ihr dann sagt, wie sehr er sie liebt, etc. Wäre doch viel gechillter, oder? Ja. Okay, gut. Ihr setzt es vielleicht? Ja, Bro, du kannst als erstes rein, sag, wie sehr du sie liebst, dass du unbedingt mit mir Chakalaka machen willst, keine Ahnung. Und wir machen so, der sie ins Bett kriegt quasi, oder der sie zum Lieben bringt, dass sie dann auch sagt, ey, ich liebe dich, der hat dann gewonnen, okay? Okay, in der Zeit trinken wir einfach hier nur ein bisschen Alkohol. Okay, Bro, geh aber rein. Haram. Ja, haram. Okay, Freunde. Hallo, Lehrerin. Er wird jetzt versuchen, sie zu klären. Ich finde, du bist sogar ganz süß so. Ganz schön. Dankeschön. Ich habe schon ein Gefühl für dich entwickelt. Schon echt. Deine Brille, die aber steht dir so gut. Deine pinken Haare. Aber du weißt ganz genau, dass es nicht geht. Ich liebe dich. Nein, ich dich nicht. Geh weg jetzt. Okay, Freunde, er ist auf jeden Fall gescheitert. Er rastet ganz richtig aus, Alter. Mann, Digga! Watch. Bro, chill. Okay, dann würde ich sagen, ey, du gehst jetzt rein, okay? Sicher. Ja, du kannst reingehen. Türe auf, Türe zu. Hallo? Hi. Der ist voll schüchtern, Alter. Der ist richtig schüchtern, der weiß gar nicht, was er sagen soll. Jungs, ey, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach, Digga. Oder willst du, Bro? Willst du? Geh du, Monsti. Monsti, geh du einfach. Das ist eine kurze Unterbrechung, ich muss mit dir. Wenn er das schafft. Ey, Bro, du hast so verkackt, Digga. Was war das? Was war das, Luca? Hallo, Lehrerin. Und wie geht's dir so? Mir geht's klasse. Gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Ja, was ist von mir? Ich wollte nur sagen, ich liebe dich. Let's go. Wenn du willst, wir können Mathe üben, aber nicht das. Ja, moin, Mathe, Digga. Er rastet aus gerade, Digga. Oh, Bro, ist super. Schade, Digga, schade. Ey, Jungs. Ich hoffe, du schaffst es, Digga. Ich hoffe, ich schaff das. Ja, was denn? Okay. Komm, hier, ich geb dir sogar Wodka. Oh, Bro, ich will nicht so viel, Digga. Oh, Digga. Schenke, das dir. Sie würde ich nehmen. Nein. Ey, Jungs, ich sag euch jetzt ehrlich, was richtig krass ist, Bro, was ihr...
Nein, Bro, was redest du denn? Ey, ich sag euch jetzt was richtig, ein Geheimnis von mir, ne? Schaut mal, ich bin schon seit sehr langem in sie verliebt. Ich glaube, sie steht auch auf mich, weil ich auch die Skull bin. Aber ihr wisst ja immer, irgendwie, wenn ich irgendwas mit ihr mache, es passieren immer richtig komische Dinge, Digga. Ey, Jungs, ich versuche jetzt mein Bestes, okay? Okay, oh, Frau Lehrerin, Schnecke, wie geht's? Hi, du Süßer. Hi, also ich sag dir ehrlich, I like you, Sketcher. You like me too? Yes, I like you too. Hast du Lust, ein bisschen zu schlafen? Ich bin schon voll müde, Mann. Also ich bin richtig müde. Ich hab zu viel gegessen und zu viel getrunken, Mann. Bei mir dreht sich alles. Alter, du Fettsack, Alter. Oh, Jungs, Fettsack. Was ist hier los, Mann? Wieso sind wir alle hier, Digga? Ja, du weißt doch, wir gehen... keine Ahnung. Bro, wer schnarcht hier so dumm? Digga, ich erinnere mich gar nicht mehr, was ist... Wieso machen wir alle Chakalacha mit Lehrerin, Digga? Ich erinnere mich gar nicht mehr, was hier passiert ist, Digga. Was ist hier los? Wo bin ich, hä? Digga, bin ich, Digga? Was ist hier? Warum sind hier von der dummsten Main Bilder? Ich weiß auch nicht, Mann. Ich spring aus dem Balkon. Bro, chill, komm zurück, Digga. Wir haben zu viel getrunken, Digga. Wir sind komplett lost. Was schnarchst du so? Jungs, seht ihr, die Sonne ist schon aufgegangen, Digga. Wir müssen jetzt langsam aufstehen. Oh mein Gott, scheiße. Digga, halt Jungs, auf, gleich kommt gleich der Direkt. Heute ist doch Abfahrt. Heute fahren wir doch wieder weg. Jungs, das Ding ist, was machen wir eigentlich mit der Lehrerin zu viert in einem Bett, Digga? Die schläft ja noch. Lass es doch mal machen. Nein, Bro, hör doch auf, Digga. Das geht doch nicht, Junge. Die schläft doch. Digga, ich glaube, wenn der Direktor jetzt kommt, dann sind wir alle todes am Arsch, Digga. Sag ich euch ehrlich. Digga, ich spring dann vom Balkon, wenn der kommt. Boah, ich hoffe nicht, Digga. Tu so dann, als ob ich tot bin. Boah, Jungs, Alter. Scheiße! Ja, guten Morgen! Jungs, stopp, leise. Hey, Direktor, ich kann Ihnen alles erklären. Und zwar, es schaut nicht so aus, wie es so ausgeschaut hat. Verstehen Sie, was ich meine? Das Ding ist... Erzähl mir, was ist passiert? Okay, Herr Direktor. Das Ding ist, die Lehrerin, sie meinte zu uns Schüler, habt ihr schon mal Alkohol getrunken? Ich hab dann gesagt, ey, was ist das? Meintest du es? Na bitte, lass mich doch ausreden. Lass mich ausreden, Mann. Also kommen Sie mal mit, Herr Direktor, ich erzähle Ihnen alles, okay? Ich erzähle wirklich alles, was ich weiß. Die volle Wahrheit. Also das Ding ist, ich bin so aufgewacht vorhin. So, und dann war ich Klassenfahrt. Die Lehrerin meinte, sie hat Whisky dabei. Ich habe gesagt, warum hast du Whisky dabei? Das ist so nur Klassenfahrt. Dann hat sie auf einmal so Whisky rausgepackt, Wodka, alles. Und meinte, ey, ihr seid meine Schüler, ihr müsst erwachsen werden, weil bald ist Schulabschluss. Ich muss euch mal zeigen, was es heißt, ein echter Mann zu werden. Und dann hat sie mit uns getrunken und hat gesagt, ey, kommt alle in ein Bett. Das Ding ist, ihr habt nichts gemacht, ich schwöre. Bitte lass mich verschont. Das war nur die Lehrerin. Bitte sperr sie ein, Mann. Ihr habt nichts gemacht. Nein. Also wir... Jungs, alle hierher. So, als Bestrafung ist jeder jetzt ein Chili. Zack. Was für Chili? Sag nicht, Mann. Ich will auch nicht. Was passiert mit deinem Kopf? Was für Chili? Chakalaka. Mit Chili geht's ja viel schneller, Jungs. Nein, halt dich von ihr fern. Okay, Entschuldigung. Ich schwöre auf alles. Du lässt sie in Ruhe, okay? Hallo, lass die Waffe. Bist du behindert? Warte mal. Jungs. Kommt mal bitte hinter mir, wenn ihr zu mir steht. Wir haben so vieles durchgestanden. Das werden wir jetzt auch durchstehen. Ey, Herr Direktor, ich hab das Gefühl, du stehst auf die Lehrerin. Kann das sein? Wie kommst du darauf? Ich schwöre, du stehst auf die Lehrerin. Warum machst du denn solche Sachen? Nein. Ich schwöre, du stehst auf die. Ey, Jungs, lass nach Hause. Nein. Ich hab keinen Bock mehr auf Klassenfahrt, Digga. Jungs, kommt mal mit. Warte. Ah. Also, das stimmt gar nicht. Ich schwöre, du weißt ganz genau, was passiert, okay? Du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, jetzt wegzulaufen. 10, 9, 8, und ich laufe dir daher, ich schwöre dir. Jungs, kommt mal her, wir müssen einen Plan machen. Jungs, kommt her. Ich bin hier, lass einen Plan machen. Was passiert denn mit meinen Ohren? Jungs, Digga, ihr seid schneller als Usain Bolt, Digga, in seiner schnellsten Zeit. Hä? Schaut mal, ich sag euch ehrlich, wir müssen jetzt irgendwie so machen, dass wir den Direktor entführen und ihn wirklich zur Rede stellen. Ich habe das Gefühl, er liebt die Lehrerin. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Digga, wir entführen ihn jetzt und danach, wir töten den einfach und vergraben den, Digga. Und dann haben wir nur Lehrerin, dann können wir immer Spaß mit unserer Lehrerin machen. Ey, Jungs. Herr Direktor, Hände hoch. Wir sind zu 4 gegen 1, Hände hoch. Hände hoch, wir sind zu 4. Komm mal mit, Hände hoch, hier, Hände hoch, Hand hoch. Ich hab nur eine Hand. Ja, komm bitte mit. Jungs, tut sie in den Keller rein. Als Geisel. Nein,
kommt mal mit falsche Richtung, kommt mal hierher. Wir sperren ihn jetzt in den Keller ein, Alter. Der kleine ehrenlose Hund, Alter. Komm mal her. Sag hallo, also mich so jetzt so. Geh rein. Wir müssen dich gleich Warum soll ich da reingehen? Weil wir eine Waffe haben und wir entscheiden, was du machst. Jungs, ich sag euch jetzt ehrlich, ihr kümmert euch jetzt bitte um die Lehrerin. Am besten geht einfach von hier weg. In der Zeit versuche ich mit ihm zu reden und herauszufinden, warum er die Lehrerin liebt, okay? Wartet einfach hier, chillt auf mich und, So, Herr Direktor, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Und zwar, warum stehen Sie auf die Lehrerin? Können Sie mir das mal bitte erklären? Was soll das? Das sind Fremdanschuldigungen. Was meinst du? Das sind komplette Was willst du von mir? Kurze Frage. Ich will die Lehrerin haben, ehrlich gesagt, weil ich liebe sie. Du weißt schon, dass ich deine Zukunft in den Händen halte, ne? Ich halte den ganzen Zeugnissen und alles in deiner Hand. Ja, also, da haben Sie tatsächlich recht, aber ich halte gerade eine Waffe in der Hand. So, dein Leben ist auch in meiner Hand, sag ich mal so. Du weißt schon, dass ich sehr, sehr viele Bekanntschaften hat und die werden mich vermissen und die werden herausfinden, wer es war. Okay, also, Gegenstellung. Okay. Wollen Sie sterben oder wollen Sie hier immer verrecken? Für immer. Dürfen sich entscheiden. Also, es ist ja beides so. Schau mal. Was ich will, ist die Lehrerin klären, dass sie sagen, dass es kein Problem ist. Dann lasse ich sie in Ruhe. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Für mich ist es ein Problem. Okay, dann töte ich sie einfach, okay? Nein, es ist kein Problem. Ja, ich dachte, das wäre eine Spielzeugwaffe. Wisst ihr, was ich mit ihm gemacht habe? Ich habe so gemacht in seinen Kopf. Rat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